Hallo ihr Lieben, ich grüße dich, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Der ein oder andere von euch weiß, dass ich derzeit in Dresden unterwegs bin und ich habe euch ja auch schon im letzten Video verraten, dass ich hier bei Rudi Alexander Daniel bin und freue mich sehr, dass ich ihn heute hier auf dem YouTube-Kanal noch für euch gewinnen konnte. Wir haben ja am Samstag ein ganz, ganz tolles Tages-Online-Seminar so als erstes Projekt mal gemacht. Das hat so wunderbar funktioniert. Wir haben so eine tolle Energie aufgebaut. Die Teilnehmer waren restlos begeistert. Zum Teil uns auch gesagt, wir buchen blind, wenn er sowas nochmal macht. Das hat uns so inspiriert, dass wir da auch einen Kurs jetzt draus aufgenommen haben. Da sind wir jetzt in Hochtouren am Arbeiten. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass ich Rudi jetzt für euch auch hier noch gewinnen konnte. Es geht um das Thema negative Glaubenssätze auflösen. Und wir haben da so den Unterschied auch im Webinar, im Tageswebinar herausarbeiten können zwischen mentaler und energetischer Ebene, also zwischen der Gedankenebene und der energetischen Ebene. Wir sind da ganz tief ins Unbewusste oder, wenn man es auf der anderen Seite sieht, ins Überbewusstsein gegangen, je nachdem von welcher Perspektive. Und da hat Rudi jetzt noch so ein paar Beispiele oder ein Beispiel überhaupt, was wir euch mit auf den Weg geben möchten. Jetzt gebe ich aber endlich mal ab und höre auf zu reden an Rudi. Ja. Herzlich willkommen hier mal auf dem Kanal. Du hast ja auch viele Jahre in Saarbrücken gelebt und gearbeitet, arbeitest als Heiler und Buchautor. Jetzt Wahlheimat Dresden, wunderschöner Dresden. Ort hier, Nähe Dresden, landschaftlich herrlich, eine Augenweide, von einer guten Energie getragen. Sag nochmal aus deiner Sicht, was ist der Unterschied zwischen diesen Glaubenssätzen auflösen auf der mentalen Ebene und auf der energetischen Ebene? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir negative Glaubenssätze auflösen, dass wir uns bewusst machen, dass es eine energetische Verbindung gibt zwischen den mentalen Glaubenssätzen, die wir so drauf haben, und den Gefühlen, die damit gekoppelt sind. Und diese Glaubenssätze, die negativen Glaubenssätze, sind ja in der Regel in der Kindheit entstanden. Und die Glaubenssätze sind entstanden aufgrund von gefühlsmäßigen Erfahrungen. Also es ist nicht umgekehrt. Zuerst war das Gefühl da und das Gefühl, da haben wir irgendwann gelernt, in einer bestimmten Art und Weise damit umzugehen, weil wir als Rückmeldung beispielsweise von den Eltern mitbekommen haben, dass ein bestimmtes Gefühl nicht in Ordnung ist. Also wenn wir wütend waren oder wenn wir in der Trotzphase uns emotional gefühlsmäßig ausgedrückt haben, dann haben wir die Rückmeldung gekriegt, das ist nicht in Ordnung, und dann sind die Glaubenssätze entstanden. Wenn ich bestimmte Gefühle habe, bin ich nicht in Ordnung. Also so in dieser Reihenfolge funktioniert das, und dann haben wir einen riesen Computer in uns, und der transportiert das notfalls bis zum bitteren Ende, bis zum Tod, transportiert er das weiter. Ja? Und jetzt geht es darum, dass wenn wir negative Glaubenssätze beginnen aufzulösen, dass wir das immer mit den entsprechenden Gefühlen koppeln, um auch dann rauszukriegen, was ist jetzt, welche Gefühle sind denn belastend. Und dann geht es darum, dass wenn wir beispielsweise den Glaubenssatz haben, unsere Wut ist nicht in Ordnung, dann gilt es darum, wieder Frieden mit dem Gefühl von Wut zu bekommen, weil hinter der Wut in der Regel auch Kraft steht. Ja, und wenn wir nicht wütend sein dürfen, viele Menschen, die können dann auch nicht in ihrer Kraft sein. Und das ist da, dass wir da versuchen zu heilen, und da gibt es natürlich auch eine ganz schöne Übung. Und die dürfen wir jetzt machen? Die können wir einfach mal machen, und dann könnt ihr mal gucken, ob er in Resonanz geht mit dem, was ihr mir bitte gleich mal nachsprecht. Also einfach vor dem Experiment. Computer nachsprechen. Ich schließe jetzt einfach mal die Augen, auch wenn ich nicht auch nachspreche, um das hier jetzt nicht zu unterbrechen, aber ihr bitte nachsprechen. Ich bin aus ganzem Herzen bereit, die Vorstellung loszulassen, dass es gefährlich für mich sein könnte, wenn ich alle Gefühle, die in mir sind, in mein Leben lassen würde.
Vor allen Dingen die sogenannten negativen Gefühle, wie Wut, Ärger, Angst und Traurigkeit. Ich bin ab heute bereit, all diese sogenannten negativen Gefühle als meine kleinen Kinder zu betrachten. Ich habe ab heute ein Wutkind, ein Ärgerkind, ein Angstkind und ein Traurigkeitskind. Und ich höre ab heute damit auf, diese meine Kinder immer wieder in die Wüste zu schicken und so zu tun, als würden sie nicht zu mir gehören. Und nun stelle dir einmal vor, diese vier Kinder, das Wutkind, das Ärgerkind, das Angstkind und das Traurigkeitskind, diese Kinder befinden sich in dir. Vielleicht mehr in deinem Brustkorb oder in deinem Bauch oder in deinem Unterleib. Vertraue einfach mal deinen ersten Impuls jetzt, wo sich diese vier Kinder befinden. Und nun stelle dir vor, dass du als erwachsener Mensch, der mit beiden Beinen auf der Erde steht, liebevoll deine Arme um deine inneren Kinder legst und ihnen das Gefühl gibst, dass sie willkommen sind in dir und dass du sie beschützt und dass sie das leben können, was sie gerade sind. Du gibst dir Erlaubnis, dem Wutkind wütend zu sein, dem Ärgerkind ärgerlich zu sein, traurig zu sein oder Angst zu haben. Und beobachte innerlich, was passiert bei dir, wenn du das tust, die Arme um deine inneren Kinder legst und wie es auch für diese vier Kinder ist. Es kann nämlich durchaus sein, dass die dir als Rückmeldung geben, dem Ganzen kann ich nicht vertrauen, du hast dich ja die ganze Zeit nicht um uns gekümmert. Also es geht auch darum, vielleicht ein Stück Vertrauen aufzubauen. Ja, eine kleine also, Übung. Also bei mir kam Freude auf, sowohl von mir als auch im Hinblick auf die Kinder. Aber du hast ja auch erwähnt, es kann auch sein, dass da so ein bisschen Distanz ist. Und dann könnte ich diese Übung vielleicht immer mal wieder machen. Ja. Und dann auch wohl bestimmt beobachten, wie ich mich meinen Kindern nähere und wie sie sich auch mir nähern. Genau. Also im Grunde genommen ist das ja ein liebevoller Trick. Ja. Ja, also die kleinen Kinder in uns, das sind die Teile, die wir abgespalten haben, weil wir meinten, das ist nicht in Ordnung. Und jetzt geht es darum, dass wir als erwachsene Menschen, als erwachsene Menschen können wir in die Verantwortung gehen, können wir in unsere Kraft gehen
Und dann sind wir in dem Augenblick das, was unsere Eltern damals aus der Sicht des Kindes nicht waren. Ja, also wir beschützen, wir erlauben, dass diese Kinder wütend sein dürfen oder ängstlich sein dürfen oder traurig weinen dürfen und all das. Das erlauben wir. Wenn wir das erlauben, dann kann dieser abgespaltene Teil, der kann Frieden finden, und dann gibt es irgendwann auch kein inneres Kind in dem Sinne, was verletzt ist, sondern dann gibt es nur noch uns. Das auch mit in der eigenen Kraft und Größe und ja, wahren Energie ist. Ja. Schön, wunderbar. Ja. Und dann kann es sein, dass wir, wenn wir Nähe aufbauen zu der energetischen, zu der Gefühlsebene, dass natürlich diese Ebene, wenn wir die heilen ein Stück weit, wir automatisch schon anfangen, auch den Glaubenssatz zu heilen. Weil unser inneres Kind ja den Glaubenssatz hat, meine Wut ist nicht in Ordnung. Stimmt. Und dann macht dieses innere Kind sozusagen, also dieser abgespaltene Teil in uns, macht die Erfahrung, passiert ja gar nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ich werde beschützt und ich werde wohlwollend angenommen, obwohl ich wütend bin. Und dann kann da ein großer Heilungseffekt beginnen. Toll. Toll. Also, macht die Übung nochmal. Es hat herzlich eingeladen. Ihr habt das ja hier zur Verfügung jetzt. An dich vielen, vielen Dank, dass du das mit uns hier geteilt hast, diese tolle Übung. Und wenn ihr ein bisschen mehr über den Kurs auch erfahren möchtet, ich verlinke euch in der Infobox unter diesem Video hier eine Seite, wo ihr euch einfach mal eintragen könnt, wenn der Kurs dann am Start ist, dass ihr da mehr Informationen dazu bekommt. Ganz lieben Dank für dein Dabeisein, für euer Interesse, spannende Erkenntnisse nochmal nochmal drauf einlassen auf diese Übung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss, die Irmgard Bronder und Rudi Daniel. Hallo. Ciao.